Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video geht es um LFOs, sogenannte Low Frequency Oscillators, also niederfrequente Oszillatoren. Das Video ist Teil einer Serie über Hüll- und Modulationskurven. Die Serie baut größtenteils aufeinander auf, sodass es mehr Sinn macht, die Videos in der richtigen Reihenfolge anzuschauen. Die Playliste befindet sich in der Videobeschreibung. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und Abo dalassen würdest, aber legen wir doch einfach mal los. Wie gesagt, diese Folge ist eine Fortsetzung der Serie Hüll- und Modulationskurven mit dem Schwerpunkt LFO. Zum besseren Verständnis der Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten von Kurven wäre es besser, die Folgen in der richtigen Reihenfolge zu schauen. So, was ist ein LFO? Ausgesprochen Low Frequency Oscillator oder auf Deutsch Niederfrequenzoszillator ist, wie der Name schon sagt, ein Oszillator, der im Gegensatz zu gängigen Oszillatoren, mit denen Sounds erzeugt werden, sehr langsam und wiederholend, also loopend schwingt und damit bereits eine Hüllkurve vorgibt. Als Oszillator bzw. als Hüllkurve können diverse Grundwellenformen definiert oder ausgewählt werden, wie Sinus, Dreieck, Rechteck mit unterschiedlichen Pulsweiten, Sample and Hold und vielen weiteren bis zu sehr exotischen Wellenformen. LFOs werden häufig aufgrund ihrer Eigenschaft, sich zu wiederholen, zur rhythmischen Unterstützung oder zur Verzerrung genutzt. Mit Verzerrung meine ich, dass zum Beispiel ein Sound am Taktanfang gestartet wird und durch den LFO in einen anderen Rhythmus gepresst wird und regelmäßig resettet, also neu gestartet wird. So kann zum Hauptrhythmus ein abweichender Rhythmus etabliert werden, davongaloppierend oder abbremsend, der aber zu einem bestimmten Zeitpunkt wie Taktanfang oder Notenbeginn neu gestartet und damit auch neu synchronisiert wird und dann wieder auf die schiefe Bahn gerät, also vom Hauptrhythmus abweicht. Ein paar prominente LFO-Hüllkurven mit Anwendungsbeispielen. Tremolo mit Lautstärke oder auch Filter mit einem Sinus oder einem Dreieck LFO. Vibrato, Pitch oder Detuning mit Sinus- oder Dreieck-LFO. Einen Leslie-Effekt, also die sich drehenden Lautsprecher mit Microtuning durch sehr kleine Tonhöhenschwankungen oder Schweben erzeugt, mit einem Sinus oder auch wieder mit einem Dreieck-LFO. Die Tonhöhenschwankungen bei dem Leslie-Lautsprecher entstehen übrigens durch den Doppler-Effekt. Das ist die zeitliche Stauchung bzw. Dehnung eines Signals bei Veränderung des Abstandes zwischen Sender und Empfänger während der Dauer des Signals. Die Ursache dafür ist die Veränderung der Laufzeit des Signals. Dann ein Gate mit einer Rechteckwelle, sowas zum Beispiel wie ein Transgate. Ein Ramp, zum Beispiel ein Lautstärkefilter oder Pitch mit einem Sägezahn. Ein Panning mit einem Sinus oder einem Dreieck oder vielleicht auch mit einem Rechteck. Und natürlich Kombination mit anderen Hüllkurven. Ein paar Anmerkungen zu den Wellenformen, die eigentlich sehr offensichtlich sind, aber nicht allen so bewusst sind. Sie können jedoch manchmal einen wunderbaren oder auch sehr hässlichen kleinen Unterschied produzieren. Die Sinuswelle. Durch ihre Rundung hat die Sinuswelle die Eigenschaft, dass der Verlauf bzw. die Werteveränderung im oberen und unteren Bereich der runden Kurve langsamer passiert als der Übergang von oben nach unten oder unten nach oben, also von positiv zu negativ oder negativ zu positiv. Ein bisschen wie Beschleunigung und Bremsvorgang, der sich ständig wiederholt, also Stauchungen und Dehnungen. Dagegen hat die Dreieckwelle einen sehr linearen Verlauf, das heißt, die Parameter werden konstant immer in der gleichen Geschwindigkeit geändert. Bei einer Rechteckwelle gibt es zwei und bei einer Sägezahnwelle einen sehr krassen Sprung von einem Extrem in das andere, also von negativ zu positiv, unten nach oben zum Beispiel, oder von positiv zu negativ, oben nach unten, was meist zu einem Knacksen führen kann.
Manche LFOs geben die Möglichkeit, die Wellen zu manipulieren, indem sie gequetscht oder gedehnt werden können, um so die Geschwindigkeit der Werteänderung zu verändern. Zum Beispiel, dass im unteren Verlauf die Werte noch schneller und im oberen Bereich dafür noch langsamer verändert werden oder umgekehrt. Auch gibt es dann LFOs, die sehr wandelbar sind, wie zum Beispiel ein Sinus-LFO, der durch die Änderung der Kurven in einem Dreieck einen Sägezahn oder einem abgerundeten Sägezahn oder einem abgestuften Sinus abgewandelt werden kann. Mit dem abgerundeten Sägezahn besteht dann auch das Problem mit dem Knacksen nicht mehr. Beim Rechteck-LFO gibt es oft auch die Möglichkeit, die Pulsweite hin und her zu schieben, also ob der Sprung von einem Extrem zum anderen, also zum Beispiel von oben nach unten, exakt in der Mitte passiert oder früher oder später. Da ein einfacher LFO ja nur wiederholt wird, kann eine wesentlich interessantere Hüllkurve durch die Modulation eines weiteren LFOs erzeugt werden, also ein LFO moduliert einen anderen LFO, der einen Parameter moduliert. Exakt auch wie bei einer FM-Modulation, nur dass nicht der Ton selbst, sondern irgendein Parameter wie Lautstärke, Filter, Pitch oder was auch immer mit dieser modulierten Modulation moduliert wird. Nun zur Audio Rate. Es gibt auch LFOs, die schneller als 20 Hertz schwingen und ungefähr ab dieser Geschwindigkeit wird von einer Audio Rate gesprochen. Ab ungefähr dieser Geschwindigkeit wird weniger die Bewegung wahrgenommen, sondern schon langsam ein eigener Ton bzw. Klangfarbe. Die langsame Erhöhung der LFO-Geschwindigkeit in die Audio Rate wird oft auch sehr gerne als Effekt genutzt. Die Triggermöglichkeiten. Ein LFO hat oft mehrere Triggermöglichkeiten. Einfach frei schwingend, ohne Verbindung zur DAW oder einer gedrückten Taste. Oder am Tempo der DAW oder des Sequencers angepasst, also an der BPM synchronisiert und damit dann unterteilbar in kleinere oder größere Teile der Standardeinheit, wie zum Beispiel Takt oder Notenlänge. Oder mit dem Eintreffen einer Note bzw. dem Drücken einer Taste oder Pads kann der LFO neu gestartet bzw. getriggert werden. Und meist gibt es dann noch die Möglichkeit, zwischen einem monophonen LFO und polyphonen LFO zu wählen. Bei einem polyphonen LFO kommt dann jede Note bzw. gedrückte Taste einen eigenen LFO, der auch durch diese Note oder Taste gestartet wurde. Und bei einem monophonen LFO reihen sich alle Noten, egal wann sie gedrückt wurden, in dieselbe Hüllkurve mit ein. Jetzt auch noch Phasenverschiebung. Einige der LFOs lassen sich in der Phase verschieben. Was heißt das? Eine Sinuswelle wird standardmäßig dargestellt, dass sie bei 0 Grad anfängt, dann ansteigt, bei 90 Grad ihren Maximalpunkt erreicht hat, dann wieder abwärts schwingt, bei 180 Grad den Nullpunkt wieder durchschreitet, bei 240 Grad den Minimalpunkt erreicht und wieder nach oben bis zum 360 Grad Punkt wandert. Wenn die Phase eines LFOs verschoben wird, dann verschiebt sich der Anfang der Welle entsprechend auf eine andere Phasenposition. Also fängt zum Beispiel eine Sinuswelle anstatt bei 0 Grad bei 90 Grad an, also einfach ein wenig später im Verlauf. Das heißt, wenn zum Beispiel ein LFO einen Filter moduliert und eine Note soll immer mit einer bestimmten Filterposition starten, die aber nicht mit der Standardeinstellung des LFOs übereinstimmt, kann mit der Verschiebung der Phase der Anfang des LFOs so verschoben werden, damit beim Start einer Note der Filter in der richtigen Position beginnt. Etwas verspätet jetzt noch das Delay. In der Kombination mit anderen Hüllkurven gibt es hier und da auch die Möglichkeit, den LFO mit einer DAH-DSR-Hüllkurve zu steuern und damit eine Verzögerung, also ein Delay, voranzusetzen. Natürlich können die anderen Parameter der DAH-DSR-Hüllkurve auch benutzt werden. Zu den verschiedenen ADSRs habe ich ja hier schon ein Video gemacht.
Natürlich haben unterschiedliche Synthesizer oder Devices mit LFO-Hüllkurven unterschiedliche Möglichkeiten und nicht immer sind alle Möglichkeiten vorhanden. Aber oft genug ist durch eine Kombination sehr viel erreichbar. Dabei ist eine zusätzliche ADSR-Hüllkurve meist ein guter Ansatzpunkt. Wenn du gerne diese Videos schaust, dann gib mir doch bitte einen Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendaidokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.